Auch hier wieder was ganz Besonderes. Diese Form auf Mercedes-Benz gibt es nirgendwo anderes. Ihr habt euch quasi ein UPS-Auto als Vorbild genommen. Der Riesenvorteil ist, es ist euch ziemlich egal. Ihr habt eine eigene Formensprache, sagt, was interessiert mich, was der Rest macht. Und das kommt unglaublich gut an. Diese Videos erzielen bei uns auf dem Kanal Höchstabrufe, weil ihr ganz anders seid als alle anderen. Ja. Es stimmt. Also mit dieser Produktreihe, wir nennen es XL-Reihe auf Mercedes-Chassis, haben wir ein Front entwickelt, was ganz besonders ist. Man sieht es nirgendwo anders in der Branche. Das wurde spezifisch entwickelt und wir nennen es auch Safety Road System. Also wir haben eine ganze Armatur da unten, was steckt, was auch für die Sicherheit bei der Fahrt auch etwas bringt. Ja, das Ganze hat es hochgradig sicher. Überhaupt der Aufbau bei euch ist viel sicherer wie Holzständerwerk. Das bedeutet, also sollte es mal zu einer Havarie kommen, das heißt ein Unfall auf der Autobahn oder er überschlägt sich mal, das heißt, er wird wahrscheinlich nicht auseinanderfliegen, weil du siehst ab und zu mal die Unfallfotos, das ist sehr schlimm, dann verteilt sich das Wohnmobil auf 100 Metern auf der Autobahn, ist komplett disintegré, das kennst du, ja. Wird komplett auseinandergerissen. Ja. Und das gilt es zu vermeiden. Und da seid ihr sehr weit vorne, denn der Aufbau bei euch ist nämlich nicht GFK-Holzständer, sondern GFK-Sandwich. Und das macht die Sache so haltbar. Ja, das stimmt. Also alle unsere Fahrzeuge sind mit GFK-Haute ausgerüstet praktisch. Also festes GFK-Polyester. Auch hier vorne, die Stoßstangen, die Motorhaube, all das ist GFK. Ja, wir haben spezifische Kunststoffteile entwickelt und es ist voll mit GFK-Struktur. Also hagelfest, beständig. So. Genau, wenn du dich mal bitte vorstellst, wie ist dein Name? Julien. Julien. Ja. Heißt Julien. Ja. Genau, und du sprichst nicht zufällig mit dem französischen Akzent. Du bist seit 20 Jahren weg von Deutschland. Genau. Hast mal 4 Jahre in Deutschland gewohnt, in Bayern. Bayern. Ja. Und wir sind jetzt in der Nähe von Lyon, heute am 21. April 2023. Ist da auch ein Embargo auf das Video hier? Nein, also auf diesem kann man schon filmen. Also hier, das ist kein Problem, das ist ein Produkt, was über Jahre entwickelt wurde. Portfolio existiert. Ja, die sind sehr zeitlos, diese Autos. Das bedeutet normalerweise beim Teilintegrierten siehst du ja immer vorne das Chassis und hier siehst du das nicht und deswegen ist das so beliebt. Aber du hast auch eine extrem stromlinienförmige Form. Normalerweise fällt ja die Scheibe immer sehr, sehr steil ab. Aber hier hast du wenig Windgeräusche. Du hast mir erzählt, auf der Autobahn, das Auto ist sehr leise. Genau, das ist das Auto, die Frontscheibe wurde auch so entwickelt, um die Geräusche bei der Fahrt zu reduzieren. Boah, ist der schön. Je länger ich drauf gucke, also ich nehme das zurück mit dem UPS, weil die UPS-Autos ja immer diesen Kastenaufbau haben. Aber ihr habt alles das, was ihr bei den großen Linern hier eingebaut habt, ja, die ganze Technik, die habt ihr auch hier eingebaut. Das genau. Ist die Besonderheit. Genau. Und hier zum Beispiel findet man die schönen Merkmale von der Marke Notin. Das sind diese elektrischen Rouladen, Fenster, Jalousien. Das heißt, du kannst auf den Knopf drücken, wenn du das mal gerade machst. Mach mal bitte. Ja. Das ist eine Besonderheit. So was habt ihr noch nie gesehen. Die gehen tatsächlich. Sucht noch einen Schalter. Er hat ihn gefunden. Und dann gehen feste GFK-Verdunklungen, die aber nicht irgendwie. Also ganz ehrlich, ich wüsste jetzt gar nicht als Dieb, wie ich da reinkomme. Das heißt, ich müsste schon ein Brecheisen nehmen und dann versuchen, bitte nochmal runter machen. Das war so schön. Das habe ich noch nie gesehen. Ihr müsst das hören, das ist hier, das ist fest. Und nochmal hoch. Das ist ja mal geil. Ja.
Und natürlich, ja, das bringt etwas an Sicherheit, das bringt etwas an der Isolierung, am Wohlgefühl praktisch, wenn man drin lebt. Also bei diesen Fahrzeugen, bei diesem Produktreihe, fangen wir an mit, wir nennen es Lebensfahrzeuge, also XL-Reihe und dann Liner. Man hat viel mehr Bauelemente, die man zu Hause wiederfindet. Also komm, man fühlt sich wirklich wie zu Hause. Ich gehe mal kurz vorne rein. Übrigens auch dieser Ständer, den habt ihr auch selber gebaut. Das finde ich toll. 204.500 Euro ist natürlich eine Preisansage. Aber du sagst, wenn wir gleich reingehen, wir haben ein sehr kompaktes Fahrzeug. Oh, 260.300, das war der Startpreis. Calgary JF. JF, ja. Diese Bezeichnung heißt J für Jumeau, Lit Jumeau, Zwillingsbett. Und ja. F ist für die Konfiguration im Lounge praktisch, also Face-to-Face-Salon. Ist das in Frankreich jetzt auch Face-to-Face? Face-à-Face? Face-à-Face oder en L. Cool. In also, L-Form. Hat sich durchgesetzt. Also, du kriegst hier was ganz Extravagantes. Der Innenraum ist riesig. Die Verarbeitung, sagst du, ist für die nächsten 20, 30 Jahre. Also, das Ding wird halten, oder? Ja. Ja, natürlich. Also auch hier in der Halle haben wir ein Meisterstück von 51, Baujahr 51, und der sieht auch immer noch sehr, sehr gut aus. Also was wir bauen, ist für die Dauer gedacht. Bitte mal hier gegenklopfen, feste. Unten an dem, an dem Element. Ah. Das GFK. Ja, das ist GFK. So, das heißt, man kann es reparieren. Ja, wenn ich hier einen Parkrempler habe, ich kann es spachteln. Spachteln und neu lackieren. Und wieder auf der Straße. Ich bin beeindruckt. Das hier ist alles GFK, oder? Das ist. Also hier, wir haben die ganze Konstruktion ist auch so viel härter und mit vielen Kunststoff- und GFK-Teilen. Ja. Wow, hier auch die Fenster sind richtig reingeklebt. Das ist also nicht hier. Genau, so. Also hier ist alles mit echtem Glas. Natürlich. Diese Fenster finde ich so genial, weil diese Form der Fenster, sowas gibt es nicht. Nee. Also das ist, sag mal, die Leute, die hier professionell in diesen Autos leben, ihr habt ja in Frankreich viele, die leben ja normalerweise in Wohnwagen, ja, aber das hier ist doch Qualität, da kann man das ganze Jahr drin wohnen, oder? Ja, das stimmt. Also hier mit diesen Elementen, mit diesen hochwertigen Elementen kann man das ganze Jahr leben. Mach mal bitte auf die Tür. Ja. So, das ist eine Lippertür, das Beste vom Besten. Die habt ihr beledert? Ja, wir haben besondere belederte Kunststoffteile. Alles ist hier mit Hochqualität gedacht. Sag mal, wenn du damit auf einen deutschen Campingplatz fährst, mit diesem Modell hier, Calgary, die Leute, die wissen doch gar nicht, was sie damit anfangen sollen, ne? Genau, also ich glaube, wenn man mit diesem Fahrzeug in Deutschland ist, dann haben wir wenig Ruhe, weil ich glaube, man kann jeden Abend ein paar Leute einladen und drüber sprechen. Roomtour. Genau. Roomtour. Guck mal hier unten, wie das ist alles Riffelblech hier unten drin. Doppelbodenkonzept, richtig wie beim Liner. Ja, genau. Doppelbodenkonzept mit Bodenheizung. Alde drin? Oder? Alde drin. Ja, also eine Alde-Heizung drin, Warmwasser mit, wow, wir gehen gleich mal rein. Hubbett hat er hier? Ja, also Hubbett hat's. Guck mal, das sind ganz kleine Ends hier, siehst du das? Genau, das ist kleine Merkmale. Sieht aus ein bisschen wie Grafik oder Carbon-Look. Und man hat unsere N von Notin hier in der Dekorierung. Sehr schön. Was ist das hier drunter? Dato? Wow. Viel Stauraum. Guck mal hier, die Scharniere. Da sind Aluprofile eingelassen, eingeklebt und geschraubt. Und da sitzen die ganzen Scharniere. Wenn du die mal feste bitte zumachst, mach mal feste zu. Das ist ein bisschen hier in der Halle. Nein, das ist gut. Mach mal auf bitte. Also das ist wirklich, das ist Profiqualität, oder? Ja, also wir legen auch viel Wert darauf. Das ist ein bisschen wie ein deutsches Auto, wenn man die Tür zumacht, dann hört man, dass es die deutsche Qualität praktisch. Sagt ein Franzose. Das finde ich gut. Denn, aber es ist ja eher dafür gedacht, du merkst auch hier, dass hier, das klingt so ein bisschen, als wäre es wirklich aus Metall außen. Kann das sein? Hier diese Tür? Ja, wir haben
die Außen- und Innenverkleidung ist anders gedacht, aber auch wir haben viel Metall. Hier spricht das Gewicht keine so große Rolle wie bei den anderen Reihen natürlich und wir legen so feste Elemente. Also ja, das muss halten. Ne? Frontantrieb oder Heckantrieb? Was haben wir hier? Hier, das muss ein Heckantrieb sein. Komm, wir gucken mal drunter, da müsste der Kardan ja zu sehen sein. Heckantrieb, ja, saugeil. Das heißt, wir kriegen die Kiste mit bis zu 5 Tonnen, geht das? Hier 5,5 Tonnen. 5,5 Tonnen, das heißt auch richtig Zuladung? Das geht? Ja, sicher. Also okay, Heckantrieb, Kardan. Genug Zuladung bei diesen Fahrzeugen. Es geht beim Thema Heckantrieb um die Anhängelast. Das heißt, du hast normalerweise beim Frontantrieb keine Anhängelast bei den hohen Tonnagen. Und beim Heckantrieb kannst du noch einen Anhänger dranhängen. Ja. Und du kommst von der Wiese weg. Weil du weißt, wenn du einmal feststehst mit Frontantrieb und schwerem Gewicht, wird schwierig. Das stimmt. Also hier hat es ein riesiges Vorteil natürlich. Und auch mit der Tragfähigkeit. Mach mal bitte auf. Ich liebe eure Klappen. Das heißt, du hast richtig Stauraum, Doppelbodenkonzept. Da ist ein Sog mit eingebaut. Hier sieht man es von der Toilette. Ja, genau, also Sogfilter, also für die Toiletten. So, dann überall Klappen. Ist hier die Technik hier auf der Seite? Nein, das ist auch mal eine Stauraum? Das ist für die Gas. Gaskasten. Genau. Okay, nehme ich. So, und hier, das ist wahrscheinlich dein Kollege? Ja, genau. Das ist unser französischer Kollege, der auch die ganze Video, die Marketing-Geschichte macht. Ja. Der macht das ein bisschen anders wie wir. Also er hat ein Konzept. Er hat ein Konzept. Der ist viel mehr, wie sagt man denn, trainiert. Oder Drehbuch. Nee, du gefällst mir gut. Das ist, sag mal, was ist denn das für ein Heck? Das habe ich noch nie gesehen. Das sieht aus wie eine Motorklappe, aber der Motor ist ja vorne. Wir haben hier die Besonderheit bei diesem Fahrzeug, dass man 3 Öffnungen zum Heckgarage dran. Wie geil ist das denn? Das heißt, du kommst, wenn du beladen hast, kommst du von hinten noch dran. Genau. Das ist ja genial. Das habe ich bei Bimobil gibt es das, bei den Expeditionsfahrzeugen. Ja. Die haben nämlich 3 Klappen. 3 Öffnungen, ja. 3 Öffnungen auf Wunsch. Und hier hast du serienmäßig. Ist das Serie? Ja, das ist Serie. Auch hier, der kommt mit COC, der hier? Ja. Also mit COC kann ich in ganz Europa zulassen. Schweiz geht auch? Schweiz geht's auch. Okay. Also hinten auch GFK. Das heißt, auch hier bitte mal draufklopfen, hier hinten. Das ist also ganz massiv. Was ich schön finde, ihr habt so Crashboxen. Das heißt, also wenn du hier mal einen Unfall hast, hier an der Ecke oder sowas, die kann man auch tauschen, oder? Genau. Und wir haben auch verschiedene Elemente. Also braucht man nicht das komplette Heck zu tauschen, natürlich. Wir haben Einzelstücke, die leicht zu reparieren sind. So, vielleicht nochmal der Wandaufbau. Alles GFK-Sandwich. Das heißt, also hier kannst du wirklich hingehen. So. Genau. Das ist. Ja, aber siehst du, das ist fest. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, das könnt ihr bei jedem Notar machen. Ja. Das heißt also, Hagel ist kein Thema. Nee. Irgendwas, was dagegen fällt, ein Fußball, der mal dagegen fliegt. Oder ein Tennisball. Wir hatten letztes Mal einen Tennisball, der hatte eine Delle in den Alu gemacht. Ja, ja, also, natürlich. Also, wenn der richtig feste fliegt und. Ja. So, das ist aber GFK. Auch hier sieht man das. Und bitte mal hinten aufmachen. Die Klappe geht nach oben auf. Auch eine Besonderheit, Außengasanschluss. Guck mal, du hast keine Kante hier unten, das heißt, die stören kann für die Fahrräder. Genau, das ist geschützt, das ist auch mit Aluprofil-Verdacht, mit Anti-Rutsch-Bodenbeleg. Hier haben wir zum Beispiel auch das... Die Lampe? Die Lampe hier, auch mit den verschiedenen Steckdosen, Außendusche. Also wirklich für die Ewigkeit gebaut. Und natürlich beheizte Heckgarage. Boah, der ist voll schön. Also die Form, muss man ehrlich sagen, das Coole ist, in 20 Jahren ist es immer noch ein Notar. Und das heißt, ihr rennt nicht jeden Trend hinterher, sondern ihr kreiert die Trends. Gab's schon mal eine Kopie in China von einem Notar? Oder in Indien? Nicht, dass wir wissen. Ja. So, du weißt ja, die Kopie ist immer die größte
Die größte Huldigung an eine Marke. Lithium-Ionen-Batterie habt ihr eingebaut, 250 Ampere, das langt, glaube ich, oder, für das Auto? 200 Ampere eine Stunde. Ja, das langt. Aber wir liegen schon auf einer Produktreihe, wo mit dieser Kapazität, wo wir ja ziemlich gut unabhängig können. So, Heckantrieb, Zwillingsbereifung haben wir hier, ich guck mal gerade. Noch, doch, Zwillingsbereifung ist ja drauf. Ja, so. Ja, das sind Zwillingsbereifungen. Okay, das heißt, ich habe hier richtig Tonnage, Traglast. Da habe ich nochmal Stauraum hier mit drin. Mach nochmal feste zu. Ich will nur einmal. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist so satt und das klingt so wie so ein Nutzfahrzeug, oder? Ja, das stimmt. Also man hat so einen Klang, was robust man ausklingt. So, und hier ist die Technik aber jetzt, oder? Mal schauen, ob ich recht habe oder nicht. Das verrät euch gleich das Licht. Hast du Kinder? Ja, zwei. Groß, oder? 15 und 16. Das ist groß, zwei Mädels. Ja. Zwei Mädels. Oh, das tut mir leid. Ich habe auch zwei Mädels, ja, deswegen. Das tut mir auch leid. Die Jumelle habe ich und Zwillinge. Und hier sieht man schön die Technik. Also das ist wirklich, da kannst du überall reinschauen bei euch. Sicherungen sind innen, hier in dem hier? Sicherungen, ja, natürlich gibt es. Wir legen, hier haben wir den Wandler, Pursinus. Also man kann praktisch... Wie zu Hause? Wie zu Hause. Also man hat die 220 Volt Steckdosen, man hat die Kaffeemaschine drin, man kann viel Elemente benutzen, die viel Strom brauchen. Also mit dieser Ausrüstung kann man eigentlich wie zu Hause leben. So, und die Markise drauf, 360-Grad-Kamera habt ihr drin. Genau. Komm, wir gehen mal rein. Eine große Hardtail-Tür, sehr breit, genau. 60 cm, über 60, oder? Ja. Geh ruhig mal vor. So, dass wir sehen, dann hast du hier, wenn du mir das mal gerade öffnest, da ist eine kleine Jalousie hier drunter. Was kann die? Machen wir das mal. Oh. Ah, hier ist das aus dem... Ja, kann man nicht. Ich guck mal gerade hier drunter, da ist ein bisschen Stauraum, gell? Ja, ist ein bisschen Stauraum, aber... Jetzt muss man sagen, hier im Kundenzentrum, du kennst das bei der Messe. Ja. Die Leute kriegen alles kaputt, oder? Genau. Hier wurde es wahrscheinlich von einem... Missbraucht. Was ist hier drin unter dem? Ah, ist der Fernseher. Das ist die. Warte mal. Der das Platz für das Fernseher. Das ist Schreinerqualität. Das heißt, ihr habt euch jetzt hier was überlegt. Das liegt hier in der Nut drin. Genau. Und wird einfach hochgezogen. Oh, ist das schön. Und dann nicht sehr versteckt. Das heißt, ein Schreiner hätte das auch so gemacht, oder? Ja, genau. Das war ja ein Schreiner. Okay. Ja. So, und hier ist das Gläserfach. Aber all das ist nicht so Kunststoff, sondern das ist Handarbeit. Das ist richtige Schreinerarbeit hier. Genau, hier, also man sieht das an dem Holzstück. Das wurde alles mit Hand gearbeitet. Wie viele Autos baut ihr im Jahr? Wir bauen im Durchschnitt 250 Autos. Nur im Jahr? Nur. Okay. Geringe Produktion. Dafür von Hand. Und das Ganze, ihr habt die Produktion jetzt ein bisschen hochgefahren. Und ich zeige euch gleich mal, hier in diesem Auto ist nichts so, wie ihr das kennt. Es ist wirklich ein komplett anderes Reisemobil. Alles ist hier anders. Das fängt an mit der Holzqualität. Wenn man hier mal an der Seite drauf guckt, das hat mehr mit Möbeln zu Hause zu tun als mit Camping, oder? Ja, das stimmt. Also hier ist alles per Hand lackiert, selbst gebaut, selbst produziert. Bitte zeig mal den Apotheker, du hast ihn eben aufgemacht. Ah. Genau, der ist hier. Der ist natürlich innenliegend Metall, Schwerlastauszug drauf. Das ist... nochmal zumachen. Hast du das Geräusch gehört? Ja. Das ist die Assistenz, automatisches Schubladensystem. Also ich habe selber in meiner Küche diese Qualität nicht. Ja gut, du arbeitest ja auch bei Notar. Da kannst du dir das nicht leisten. Das war ein Scherz. So, du kontrollst mit... Das ist die Kaffeemaschine. Aufpassen.
Genau. Das habt ihr selber gebaut und ihr habt gesagt, wir entwickeln einen Auszug. Das hat mir der Karl erzählt. Ja. Der kommt aus dem Industriebau. Mhm. Das heißt, der ist eigentlich gedacht, damit er die ganze Zeit rauf und runter fährt, oder? Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie oft man das benutzt am Tag. Also wenn man viel Kaffee trinkt, dann ja, kann man ziemlich oft das benutzen und ja, das passt gut eigentlich rein. Ups. Das ist interessant. Darf ich das mal kurz zeigen? Ja. Die Kaffeemaschine stand ein Stück weit zuvor, ja. Und der hat so viel Power entwickelt. Das ist ein geiles Teil. Also bitte holt die Kinder weg. Also. Jetzt. Voilà. Aber das ist wirklich robust. Das geht jetzt auch nicht kaputt, wenn das mal hinbleibt. Ja, das muss für die Zeit dauern. Also das ist. Das ist für die Jahre gedacht. Sehr schön. Weil ich habe immer Angst, wenn ich irgendwas im Campingbereich anfasse. Aber hier, wenn man die Möbel so anfasst, den Arbeitstisch oder so, diese Konstruktion, die ist massiv, oder? Das ist massiv. Also du wirst es auch mal sehen heute Nachmittag im Werk, wo wir produzieren, also bei der Schreinerei. Wie die Elemente produziert und gebaut sind. So, und jetzt kommt was Besonderes. Diese Scheibe, ist die fest hier innen, die nach draußen? Die da? Ja. Die ist auch. Ach, die kann man elektrisch öffnen? Ja, die auch. Nee, du willst mich verarschen. Ja. Elektrisch. Ja, das mach mal zu. Das ist ja geil. Das heißt wie eine Autoscheibe. Genau, oder... Mach nochmal auf. Das könnte ich den ganzen Tag... Stimmt, also zu Hause haben wir das auch nicht. Ne? Aber machst du das elektrisch auf und das Fliegengitter, wie geht das? So, das ist die Außen. Ja. Außenjalousie. Die kannst du zumachen. Das Fliegengitter ist. Weil ich habe gehört, in Frankreich gibt es auch Fliegen oder bleiben die an der Grenze in Deutschland? Nee, die kommt auch. Die muss die. Nee, die muss ich mir. Warte. Oder gibt's in Frankreich keine Fliegen? Doch, da gibt's die. Gibt's aber die? Ich kenne den Trick nicht mehr. Magst du mal fragen, mein Kollegen? Ja. Ich filme mal hier ein bisschen, ja, und du kommst direkt. Ich komme mal zurück. So, dann gehen wir mal alleine hier durch. Also Längsbetten. Wow. Natürlich cool ist hier der Heckantrieb und dass du über oder um die 5 Tonnen hast hier. Und das schafft natürlich dann auch richtig viel Platz. Für Zuladung. Auch hier werden wir euch zeigen, viele nette Details. Das Ganze relativ barrierefrei, also nur ganz, ganz kleine Stüfchen, die da sind. Et tu as trouvé? J'ai trouvé du soutien. Du soutien. Pour celui-ci, par exemple. Pour les volets? Et pour le store, le plissé, la moustiquaire. Ah, mais la moustiquaire, on la prend que de l'intérieur? Ah, elle est manuelle alors. Elle est manuelle, la moustiquaire. Manuelle, ah. Ist das Fliegennetz. Et la moustiquaire, elle est coincée là. Quelque part, c'est vrai qu'elle est toujours. Elle est coincée. Et elle est manuelle? Elle est manuelle. Ouais. Ok, ça se met. Ah! Merci, madame. Merci. Oui, parce que tout le monde voit les vidéos et ils pensent toujours que ça n'existe pas, parce que ça c'est très très bien. Was heißt versteckt? Ja, man hat also in Frankreich, on a pas de moustique en France. Ouais, non, mais tout à... non, on n'a pas de moustique, mais. Il reste à la frontière. Il reste à la frontière, oui. Mais bon, c'est important. So, die ganzen Mücken bleiben an der Grenze hängen. Das ist ja geil. Das heißt, du kannst das so lassen, wie es ist. On peut laisser ça comme ça et faire fermer sans. Ohne das Fliegengitter zu bewegen. Ja. Genau. Das Fliegenschutz bleibt drin, ist in der Mitte eingesteckt und kann man entweder genau das Glas hier, wenn man ein bisschen. Quand on a la moustiquaire, on a la baie, on a la baie ouverte en principe. Bien sûr. Okay, man kann es auch auflassen. Aber genau. Man kann so halb so lassen, zum Beispiel. Also da kommt keiner rein. Genau. Il y a aussi la concurrence qui a un système comme ça? Non, je n'ai pas encore vu ça. Non. Das ist exklusiv, notant, diese Rouladen. C'est un brevet. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Merci beaucoup, madame. De rien. Eine große Hilfe hat sie uns gemacht. Ja, genau. Und das ist aber ein geniales System. Das heißt, du lässt es so, wenn du es mal gerade zumachst und mach mal jetzt außen mal so 70% zu, ungefähr.
So, so könnte man es ja auch. Nee, außen, außen. Genau, einfach mal runterfahren, ein bisschen. Also. Genau, und jetzt machen wir Stopp. So, und so, so können wir es offen lassen. Mhm. So käme jetzt keiner mehr rein. Genau. Und ich kann lüften. Ja, stimmt. Ist das geil. Ja. Jetzt müsste man es nur noch so machen, dass außen das von oben, von unten kommt und nicht von oben. Dass es keiner reingucken kann. Bitte? Ist egal. Ist nicht so schlimm. Entschuldigung. So, dann hast du hier einen Dunstabzug und der geht nach draußen, oder? Ja, der geht nach draußen, ja. Ja, stimmt. Sehr schön. So, Gas, viele Schubladen. Genau. Klimaanlage habt ihr eingebaut hier in der Mitte. Genau, eine Aventa von Truma. Klimaanlage haben wir gebaut. Gut, die brauchst du ja in Frankreich. Also wenn du unten in Südfrankreich mal stehst, ja, und es ist sehr feucht, ja, das kennst du. Ja. Und es ist schon mal angenehm, so die Klimaanlage zu haben. Also ich finde es am besten für die Hunde, weil die Hunde leiden am meisten, wenn es sehr heiß ist, mhm, und feucht und du lässt die Hunde mal drin. Ja. Das ist dann immer so eine Geschichte. Die Dusche, hast du mir erzählt, die baut ihr selber, die ja, Duschtasse, oder? Ja, genau. Und das ist auch ein besonderes Badewannestück, das für uns entwickelt wurde, aus verstärktem Polyester. Also man hat eine echte Dusche in seinem Fahrzeug. Wenn du mal etwas wäschst, hast du die Möglichkeit, die Wäsche aufzuhängen. Genau. Cliffhanger. So, auch das habt ihr eingebaut. Genau. Also hier kann man seine Wäsche hier aufhängen. Zum Trocknen. Genau. So, jetzt die Tür. Zeig mal, wie schön die läuft, die Tür hier. Also das ist genau die Schiebetür, die Trennungstür zum Schlafbereich. Die ist auch dicht hier oben, siehst du das? Die meisten Türen bei Wohnmobilen, ich hoffe, du hörst mich noch. Ja, noch. Ein bisschen. Doch. So, und jetzt kann man sogar eine zweite Tür zumachen. Wenn, Tütü, reste dans. Oui. Okay, warte. Jetzt machst du die Tür zu. Bitte mal laut schreien. Schrei! Laut! Na, ich höre nichts. Ist ja Wahnsinn. Das heißt, beide Türen zu. Richtig schlafen. Also. Und das ist wirklich, das heißt, vorne kann einer Fernsehen gucken, hinten hörst du so gut wie nichts. Genau, hinten kann man schlafen, vorne kann man Fernsehen. Also man hat wirklich die Intimität. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Setz dich mal bitte aufs Bett drauf. Du kennst das, du bist in einem Campingcar, also in einem Reisemobil. Ja. Und du willst schlafen und die Kunststofffenster dämmen den Schall nicht gut, weil das ist so, weil die so leicht sind. Deswegen schwingen die mit und übertragen den Schall relativ gut. Mhm. Mit eurem Konzept, mit außen diesen Jalousien, also genau, diesem Festen, ja, hast du nochmal eine wesentlich bessere Schallisolierung. Ja. Das heißt, also hier drinnen ist es viel ruhiger. Ja, das stimmt. Also man hat wie ein Kokon. Also das ist... man hat die Leise, man kann wirklich dann mit der Natur ganz in der Ruhe bleiben. Also wenn du mal gerade hier ganz langsam die Tür mal auf und zu machst, dann zeige ich mal, die fährt so richtig auf Schienen. Gut geölt, hast du gesagt, also gut geschmiert. Gut geschmiert. Und hier unten, was ist da drin? Zellatilli? Nee, ein Kleiderschrank. Okay. Ein Kleiderschrank. Und hier der geht auch sehr tief. Ja. Die Behälter für die HD-Heizung. Okay. Die Ausgleichsbehälter. Ja. Da oben wäre der Fernseher drin. Okay, verstanden. Mhm. Und okay, überall Staukästen. Überall. Ja, alles Handarbeit, gell? Gasdruckdämpfer. Alles Handarbeit. Okay. Und hier unten, bitte mach noch mal hier, bitte. Mhm. Das heißt, hier hast du Gardinen und da sind die kleinen Schalterchen an der Seite. Genau. Also hier für das Fenster. Das ist geil. Elektrische Fenster. Und du sagst, die halten. Also das ist kein Problem, dass die kaputt gehen? Nee, natürlich die halten. Und aus Sicherheit kann man natürlich manuell die lösen zum Beispiel. Merkst du, wie viel ruhiger das jetzt ist? Ja. Das heißt, du hast richtige Glasfenster, keine Kunststoff. Genau, richtiges Glas. Mach mal bitte hier zu. Mhm. Wir beide werden jetzt intim. Nee, es war Spaß. Aber mach mal runter. Und jetzt merkst du von draußen? Also man ist wirklich isoliert. Also hier. Up. Oben ist ja noch normal. Ist das ein normaler Ecke? Ja.
Es ist viel leiser. Also normalerweise bist du in einem Reisemobil mit Kunststofffenstern, ist immer laut. Das ist leider so. Ja. Die meisten werden es kennen, aber mit Glasfenstern. Und das Ganze natürlich isoliert. Jetzt durch diese Außenverkleidung bist du natürlich auch winterfest. Das heißt also erstmal die ganze also Kälte. Wintertauglich. Ja. Das heißt, du hast die Aldeheizung, hast außen die Isolierung einmal, in der Mitte die Luft, die isoliert ja auch nochmal. Genau. Okay. Stark. Also ich bin beeindruckt. So, dann zwei längs Einzelbetten. Hier sind noch zwei Kleiderschränke. Zeig genau. Mal bitte. Auch die sind da. Wow. Und Schubladen. Hier drunter. Genau. Ah, hier ist es. Hier ist fest. Es ist ein so ein Attrapp. Genau. Sicher? Okay. So, und das kannst du rausziehen und kannst dein... Warte, ich geh mal raus, weil wir beide haben jetzt ein bisschen... Also das ist die Betterweiterung. So, die ziehst du einfach raus? Genau. Ach, die ziehst du einfach raus, so ein Rolllattenrost. Okay. Genau. Ja, alles ist mit Lattenrost. Alles, auch in der Mitte? Ja. Das heißt, okay, auch wenn drei Leute schlafen, ich meine, der in der Mitte, der schwitzt ja auch... Du hast überall Lattenrost. Okay, verstanden. Man baut seinen. Genau, wenn du mal gerade hier in die Dusche reingehst, dann kann ich das besser filmen. Ja. Und dann gehe ich mal gerade hier rein. Das wäre jetzt die Liegewiese. Da brauche ich auch keine Leiter, da komme ich so hoch. Das heißt also, ich gehe jetzt hier hin, setze mein Popo drauf und bin drauf. Ich brauche keine Leiter. Ja. Das ist ja geil. Und man hat das große Bett. So, dann mal bitte hier schließen, dass wir hier mal in den Waschraum reinschauen. Also die Besonderheit in Frankreich ist, hast du mir erzählt, die Franzosen stehen auf Kaltweiß. Also die wollen kein warmes Weiß, sondern die haben 6000 Kelvin. Das stimmt. Die Deutschen lieben eher so 4000. Mehr sanft, also sanftes Licht. Gut, das liegt daran, dass die Franzosen immer gut geschminkt sind. Und mit warmem Licht kannst du dich nicht gut schminken. Das ist ja, oder schlechter. Also die sind nicht so abil. Sehr schön. So, also die große Tedford-Toilette mit Sog natürlich. Festtank geht hier auch eigentlich bei dem? Also ein anderes Toilettensystem? Geht das? Also, nee, Serien, die sind so mit ausgerüstet. Okay, ja. Mit der Kassette. Ja. So, Alde komplett. Gut. Gut, dann... Was haben wir noch? Nö, ich bin... Hubbett wollen wir noch zeigen. Ja. Das war der... Denn wir haben ein großes Hubbett und vielleicht, wenn wir dabei sind, ihr habt noch den alten Tower habt ihr noch von Tedford und den liebe ich ja, weil der hat nämlich Ober- und Unterhitze. Das können wir im Backofen, wenn du mal gerade sagst. Okay. Ja, das ist eine Besonderheit. Der wird ja nicht mehr von vielen also, verbaut. Hier, das ist davon und, Dometic, ist der da. Warte mal, ich nehme aber alles zurück. Mhm. Der hat nur noch Unterhitze, aber der hat dafür den breiten Kühlschrank. Genau. Das ist der wesentlich breiter ist. Als der, und es ist ein Dometic. Ja. Der ist aber gut versteckt. Ein AES-Kühlschrank. Gut integriert. Ja. Ich lag komplett daneben. Es ist A, ein Dometic. Man hat Stauraum wirklich überall. Also man hat sehr, sehr viel Platz. Man ist noch nicht in einem Liner praktisch, aber man hat das Gefühl, man wohnt wirklich in einem große Umgebung, wo man viel Stauraummöglichkeiten hat. Magst du mal das Hubbett mal runter machen? Das haben wir sehen. Vielleicht ein kleines Stückchen. Normalerweise muss man vorne die Sitze umlegen. Umlegen. So, wir machen das jetzt noch ein kleines Stückchen noch. Ein petit peu, bitte. No, encore. Tick. So ist gut. Sonst wird's blühen. So, und das Bettmaße, was habe ich vorne? Wir haben 90 mal 190. So, also richtig viel Platz für eine Person. Ein richtig großes Bett, entweder für ein Kind oder für eine erwachsene Person. Ja, genau. Und 200 Kilo statisch. Ja. Also macht hier keine dummen Sachen. Nein. Und wir haben, bei diesem nicht, aber wir haben bei manchen Hubbetten, bei anderen Modellen, das ist zum Erweitern praktisch, da man die Liegefläche erweitern kann. Ach so, okay, verstehe. So, jetzt Face-to-Face, das Leder, alles, ist es Leder echt oder ist das? Bei dem, ja, das ist echtes Leder. Echtes Leder. Ja. Bei den anderen, die
geringere Reihen, dann haben wir diese Kunststoffleder, aber bei diesem Reihen ja, haben wir das. Das Leder heißt nicht Kunststoff, das heißt es vegan. Vegan Leder. Das ist viel, klingt viel besser wie Kunststoff. Okay. Ja, das ist Trend. Es wurde kein Tier getötet. So, jetzt gucke ich mal gerade. Notar, das ist die Steuereinheit, Alderheizung mit drin, Hubbett. Fahr das Hubbett bitte nochmal hoch. So, du bist seit einem Jahr bei Notar. Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich war in der Coil-Coating-Industrie, also praktisch Aluminium-Industrie damals. Okay. Auch für den deutschen Markt im Reisemobilbereich. Also okay, das heißt, ich habe praktisch die ganze Branche mit Aluminium versorgt. Du warst das? Ja. C'était toi. Okay. C'était moi. So, dann zeigen wir mal vorne. Das ist jetzt der Mercedes-Benz. Wie sagt der Franzose zu Mercedes? Der Mercedes? Oder gibt es da sowas wie BBM, so eine Abkürzung? Ah, Merco. 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 Merco heißt Mercedes. Aber ich würde sagen, Merco, das ist ein kurzes Wort, die nicht bei den meistbeliebter ausgesprochen ist. Also das Slang. Die große Beliebter von der Marke nennen es wirklich Mercedes. Mercedes. Ich Merco. Mercedes. BM. Aber ein Merco, das ist mehr familiär. Okay, also, ja. Okay, verstehe. Aber du bist mir jetzt ehrlich. Sag mal, die meisten Kunden sind ja jetzt keine Kinder, die sowas kaufen, sondern das sind wahrscheinlich Leute, die schon ein bisschen älter sind, oder? Schon ein bisschen älter sind. Diese Kundschaft hat manchmal auch ein Notar früher gehabt, ein kleineres Modell und steigen auf größerem. Also das ist praktisch, wenn man mit einem Notar anfängt, auf Teil integriert und wenn man die auf Dauer fährt, dann irgendwann mal, ja, steigt man um für ein größeres Modell. Das ist, was wir merken mit unserer Kundschaft. Tu veux prendre place là? Parce que j'ai plus de questions. Ich darf noch ein paar mehr Fragen. Was ist das Schöne an Notar? Was würdest du sagen von der Firma her, von der Société? Von der Firma her, das ist ein Familienunternehmen. Also, du kennst den Chef? Ja, ich kenne den Chef. Also Herr Wie? Du kennst Bruyant, den Chef? Herr Bruyant, ich arbeite mit Herrn Bruyant jeden Tag. Und der ist jeden Tag im Werk. Und der ist mit der Marke geboren. Also er lebt für Notar. Und er kann diese Werte sehr gut weiterleiten. Also das ist wirklich, man fühlt sich in einem kleinen Unternehmen. Also wir bauen nur 250 Stücke im Jahr. Also Stückzahl ist gering. Aber dafür haben wir eine gewisse Leidenschaft an der Arbeit. Ah, ich habe da was Tolles gesehen. Guck mal hier, die Jalousie. Siehst du den kannst du die mal gardinen? Front-Rollo. Das ist ja wie zu Hause. Ja. C'est comme à la maison? C'est comme à la maison. Das ist wie zu Hause. Jetzt guckt er gerade, weil das Gemeine war. Ich habe ihn eben schon bekommen mit dem Fliegengitter, weißt du noch? Ja, genau. Normalerweise, das ist auch mal elektrisch, aber der Schalter... Peut-être ici? Wo ist er? Nein. Was heißt Armaturenbrett auf Französisch? Tableau de bord. Tableau de bord. Tableau de bord. Ah, j'ai une idée. Ça c'est, genau, Control Central. Ah, guck mal hier. Ist das geil? Und das Ding isoliert nämlich richtig. Ja. Das ist also, wenn Kälte kommt, weil die Scheibe ist ja doch sehr groß. Ja. Und da kannst du die Kälte draußen lassen im Winter. Ja, stimmt. Also hier ist man gut beschützt. Wintertauglich ist es, ja. Oh, ich kann mich mit dir stundenlang unterhalten, aber wir haben ja noch so viel zu drehen. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was zeigen, denn komm, wir gehen mal raus. Wir sind im Showroom, dem größten Notar-Showroom der Welt, es sei denn, man fährt nach Landsberg am Lech. Aber hier sieht man fast alle Modelle, oder? Hier haben wir das ganze Portfolio. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich herkommen möchte, kann ich das sehen. Kaufen tue ich die bei La Marca in Landsberg am Lech? Für Deutschland, ja, ist La Marca. Und zuständig natürlich für unsere Marke. Und hier ja, betreuen wir ja, natürlich den französischen Markt. Wir haben auch verschiedene Händlerpunkte in Frankreich,
Auch nicht so viel. Ne? Wie viel dacht ihr? 13. 13 Stück. 13 Stück. Insgesamt, aber in Frankreich bleiben circa 10 Stück. Auch in Grand Est habt ihr auch? Ja, wir haben CLC Alsace. Okay. In Grand Est. Also, das ist da, wo ich wohne, wo unser Kanal herkommt. Das ist übrigens auch was Witziges. Das ist, glaube ich, Diesel. Ja, das ist ein Exam. Das ist das kleine Auto. Stell ich mal gerade daneben, dass man das sieht. Das ist eine Mischung. Es ist eine Mischung zwischen Spielzeugauto und richtigem Auto. Und wie der Smart, zwischen Smart und Exam. Also Exam ist sehr berühmt für die kleine Autos, die ohne Führerschein sich fahren lassen. Ja, genau. Sieht man ganz oft in Frankreich. Also für Rentner. Sieht man. Für Rentner und auch für Jugend. Weil bei manchen. Die Prix-Cars. Ab 14 oder 15 kann man das fahren. Ja. Natürlich mit anderen Motorleistungen. Geht jetzt in Deutschland auch. Also gibt es diesen von Citroën, diesen oder Opel gibt es ja auch, diesen ganz kleinen Elektro. Genau, vom Citroën heißt es der Ami. Ja. Heißt es. Und diese Art von Fahrzeuge können schon gut reinpassen in dem Liner natürlich. Oh, das ist der Liner. Kommen wir später zu. Ja, werden wir machen. Dazu. Und jetzt, also da steht er. Hier haben wir auch mal die Gesamttonnage, hier 5,5 Tonnen. Genau. So, haben wir hier. Zum 7 Tonnen im Fach. Anhängelast. Okay, das heißt also, man kann auch 1,5 Tonnen anhängen. Und da steht er. Ein bisschen ungewöhnlich, aber sehr speziell. 260.300 Euro ist natürlich auch ein bisschen Geld. Gut, die Franzosen haben mehr Geld wie die Deutschen, da ist das kein Problem. Natürlich, ist bekannt. Und ein paar Probleme. Aber ist das nicht so, die Leute sagen schon, ist viel Geld, oder? Nee, also muss man immer denken, ja, viel Wert, ja, viel Geld, ja, aber für viel Wert. Und das ist das, was wir bringen wollen. Gut, ist ja auch freiwillig, sowas zu kaufen. Das heißt, man wird nicht gezwungen. Ihr habt eine besondere Beziehung zu Russland, muss man sagen. Deswegen habt ihr dieses Modell Wolga genannt. Aber nee, den habt ihr schon lange, den Namen, oder? Ja, das stimmt. Also Calgary und Wolga, diese zwei Namen haben wir lang. So, sehr schön. Also, da ist er. Heute ist der 21. April 2023. In zwei Monaten haben wir Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres. Ist es abends schon länger hell? Ist das schön? Ja, wir freuen uns natürlich. Ja. Also nicht 4 Uhr. Und schöne Zeit, schöne Sommerzeit. Ja, bringt Freude und natürlich auch bringt Kunde zum unserem Markt, zum unserem Reisemobilmarkt. Calgary JF, danke fürs Einschalten. Und wie gesagt, wenn ihr sowas haben möchtet, Landsberg am Lech heißt der Ort in der Nähe von München. Und der Händler heißt La Marca. Tschüss. Tschüss.